Was geht ab, Freunde? Nahtfrag am Start. Ich reagiere heute auf den Trailer, auf den CGI-Trailer von Assassin's Creed Valhalla und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Jetzt geht's los. Am Anfang sieht man einen Berg. Sie sind herzlos. Okay, also das ist schon mal sehr spannend. Sie fangen an mit dem Satz, sie sind herzlos und zeigen dabei einen Wikinger, der seine Kinder so süß in den Arm nimmt und so, oh hey Kids, wie geht's euch? Schön euch zu sehen. Und das ist kontrapunktierend, ja, das ist ein Stilmittel, was man sehr, sehr gerne einsetzt, wenn das Gesagte oder die Musik nicht übereinstimmt mit dem Gezeigten. Sehr interessant, dass das hier direkt nochmal angewandt wird, das kann man unter anderem für Kritik anwenden, aber vor allem natürlich für Kritik an der Popkultur, denn die Wikinger werden immer als besonders böse, rabiat dargestellt und vor allem natürlich von den Templern wird das Ganze propagiert und hier wird das nochmal anders gezeigt. Dann hatten wir hier die nächste Szene, ein paar wunderschöne Nordlichter und es schien ja wie eine Verabschiedung zu sein hier. Der Mann hat nochmal seine Kids gestreichelt, also alles sehr liebevoll, aber auch kampfeslustig gekleidete Leute. Das ist ein interessanter Gegensatz. Gottlose Barbaren. Gottlose Barbaren. Und jetzt wiederum ein Götterritual, was gezeigt wird. Auch das natürlich nochmal Kritik an der Religionsfreiheit, die damals natürlich nicht existierte, sondern es gab für jeden immer nur das eine Thema und die eine Wahrheit. Und hier wird das natürlich nochmal anders dargestellt. Sehr spannend und sehr hochwertig produziert. Gefällt mir sehr gut. Da hatten wir schon mal hier das Tier. Warte mal, das war doch dann direkt schon das erste Mal, dass wir den Raben hier links reinflattern sehen. Genau, das ist unser neues Tier. Finde ich spannend. Ich hätte lieber einen Adler oder einen Falken vielleicht gesehen. Und jetzt geht's ab. Ab auf See. Eivor von Riva. Wikinger. Und da sieht man schön... Gehen wir nochmal zurück. Das saftige England. Ist das nicht saftig? Also wenn ich an Saft denke, dann denke ich entweder an England oder an einen fruchtigen Orangensaft mit Fruchtfleisch. Teilt mir mal gerne mit, ob ihr gerne Fruchtfleisch esst. Und diese Landschaft, da hast du doch direkt Bock. Was sehen wir hier? Wir sehen, wie hügelig das Ganze ist. Wir sehen hier einige Wachposten, aber auch größere Befestigungsanlagen. Hier einzelne Wachposten. Das werden dann vielleicht so Aussichtspunkte sein. Ich habe aber im Commentary der Entwickler gehört, dass wir viel und lange auch reiten müssen, auch reiten durch ganz England. Vielleicht wurde das Schnellreisesystem abgeschafft. Oder es wurde auf eine Art und Weise abgeschafft oder wieder zurückgeschafft, wie zum Beispiel in Assassin's Creed 1, dass man erst einmal eine Strecke zurückgelegt hat und dann eine Schnellreisefunktion verfügbar ist, aber nur zu einer beschränkten Anzahl von Orten. Auch das könnte ich mir vorstellen. Sieht auf jeden Fall schmackofatz aus und hier kann man reinraiden. Sie morden ohne jeden Skrupel. Ja, hier nochmal die Aussage, sie morden ohne jeden Skrupel. Und ja, offensichtlich ermorden sie die Frau mit den Kindern nicht. Habe ich eben schon erläutert, sehr spannende Sache, dass das hier nochmal so dargestellt wird. Also Wikinger haben ein Herz, erfahren wir hier gerade in diesem Trailer. Und ihre Motivation scheint nicht nur reine Lust nach dem Morden und dem Blut zu sein, sondern vielmehr aus einer Not gedrungen. Und das erfahren wir hier innerhalb der ersten 40 Sekunden. Ja? Wir erfahren, dass die Wikinger irgendwie das machen müssen anscheinend, um selbst zu überleben. Und ich denke, darüber wird auch das Spiel ganz stark gehen. Ja? Hier Metzel die Schnetzel die. Und diese Szene ist so geil, gehen wir nochmal zurück. Aus einer Kampfszene mit Feuer, hier. Er reingeknallt und ungelatzt wird auf einmal eine Szene, wie er mit einem kleinen Mädchen spielt. Ist das nicht cool gemacht? Legendäre Arbeit an der Stelle. Also Trailer kann Ubisoft mal richtig. Das sagt sogar Fragnaht und nicht nur ich hier, der Naht fragt. Einfach Schmackofatz. Und hier sehen wir das erste Mal unsere Siedlung. Ja, da hinten wahrscheinlich irgendwie so eine Art Halle. Ja, das war ja so aufgebaut, dass sie eigentlich immer eine große Halle hatten. Und auch hier natürlich skandinavischer Baustil, den sehen wir hier. Fehlt nur noch, dass das Ikea da hinten dann aufmacht. Ich glaube, das Ikea kommt hier rein. Da wird es dann die guten Köttbullar, auch genannt Schöttbullar, geben. Und ja, die Hotdogs werden dann wahrscheinlich hier an dem Stand entstehen später. Unser Land. Unser Land. Das sie niemals verteidigen oder gar lieben werden. Da hat natürlich der Erzähler recht. Ja, es ist das Engen, das Angelsachsenland, es ist das Engländerland, ja, und nicht das Wikingerland. Sie raiden da rein. Das ist richtig, es ist nicht ihr Land, ja, auf jeden Fall.
ihr Land ist nicht ihr Land. Ist gekommen. Ja, und hier lernen wir den Erzähler kennen, Lip Sync, das erkennt man daran, und das ist der Alfred. Und Alfred wird mittlerweile schon gehandelt als Antagonist im nächsten AC. Er deklariert da den War, nicht die Independence. Ja, da steht es nochmal für alle wahr, das ist nicht die Vergangenheitsform von Sein, sondern die Gegenwartsform von Krieg. Und hier sehen wir Alfred. Alfred Jodokus Quack übrigens. Warum bin ich so fröhlich? Wer kennt's noch? Mega geile Serie, war früher meine Lieblingsserie. Und jetzt passiert etwas Grausames. Das Licht geht aus. Und alles ist schwarz. Bis auf hier unten diese Playerleiste, die ist nicht schwarz. Und jetzt rein in die Olga. Da kommen nochmal ein paar Wikinger aus dem Nebel. Boah, ich hab so Bock, aus dem Nebel aufzutauchen mit meinem Boot. Hier sieht man nochmal die Besatzung. Ja. Und ich glaube, das hier ist eine Frau. Sie hat ja auch keinen Bart offensichtlich und alle Männer haben hier irgendwie einen Bart, sehen sehr männlich aus. Ich lasse mir meinen Bart auch wieder wachsen, damit ich männlicher aussehe und hoffentlich weihnachtlich zum AC Valhalla Release. Dann hoffentlich nicht weihnachtlich, weil das soll bitte früher sein, aber vielleicht kriege ich bis dahin ja noch einen stattlichen Vollbart hin. Hier das wunderschöne Langboot, ja, und die Langboote, die waren extrem krass, weil die nicht so tief ins Wasser reingingen und deswegen konntest du sie halt auch überall benutzen. Ja, also deswegen konnten die so tief rein raiden nach England. Und jetzt hier einmal schön Fighty McFight Face, Schilde hoch und sonst gibt es eine Ladung Schrot. Feuerpfeile war eigentlich gar nicht so ein Ding, wie immer in Film und Fernsehen eingesetzt, aber es sieht halt einfach so geil aus. Und ja gut, wenn ein Schiff brennt, dann ist das schon nice. Die waren ja auch immer bestrichen mit so einer Art, ich glaube Pech war das, damit das Wasser da nicht reinkommt. Und das brannte dann vielleicht auch ganz gut. Ich bin kein Schiffsbauer, aber vielleicht weiß Floki das. Also Floki, falls du das siehst, dann schreib's doch gerne mal in die Kommentare. Hier beginnt das Battle der Bastards aus Game of Thrones. Und ja, die Roten gegen die Blauen. Rot ist die Farbe der Bösen, die Farbe des Imperiums, Blau ist die Farbe der Allianz. Und jetzt wird hier schön gemetzelt, geschnetzelt. Ich glaube, da haben wir auch schon. Speerwurf wird anscheinend ein Ding sein in diesem Game. Es ist nur ein CGI-Trailer, aber was auf jeden Fall ein Ding sein wird, oha, da wurde eine Frau getötet, ist der Axtwurf, ja. Alter, ja, das ist so brutal. Also, das ist pure Brutalität. Jeder wird durchbohrt und man sieht hier den Axtwurf. Momentan ist dieser Dude noch richtig fröhlich. Und jetzt? Nicht mehr. Eigentlich schade. Und hier wird nochmal wahrscheinlich dargestellt, wie brutal diese Schlachten werden. Es wird wieder Conquest Battles geben, wie in Assassin's Creed Odyssey. Das hier ist meiner Meinung nach der Beleg dafür. Und das wird einfach schön saftig, schmatzig. Da werden wir richtig schön farmen. Und da geht auf jeden Fall der Ringleader. Ja, wir haben im Interview von Ashraf Ismail erfahren, dass dieser hier rechts der Ringleader ist. Das hier ist natürlich der Anführer, der General. Und das ist der Ringleader. Und der hat irgendwie eine übergeordnete Funktion in der Schlacht. Der kann irgendwie Truppen anführen, buffen vielleicht sogar, also stärken, ne? Sie versammeln oder fokussieren. Irgendwie solche Funktionen wird er haben. Und der ist natürlich besonders schwer gepanzert und schwer zu besiegen. Und da setzt auch schon krasse Musik ein. Muss ja so sein. Übrigens legendärer Soundtrack. Ich denke nicht, dass es der Original-Soundtrack des Spiels ist, aber für den Trailer geil. Das ist übrigens sehr spannend. Ja, hier, der Mann. Das ist vermutlich Odin. Odin hatte zwei Raben, die hießen Hani und Nani, so hießen sie übrigens nicht. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Auf jeden Fall sieht man einen der Raben hier beim Schlachtfeld. Ja? Und deswegen sagt er, Odin ist mit uns. Ah ja, da ist er, der Rabe. Das ist wahrscheinlich Hani, nicht Nani. Und dass Odin mit denen ist, das gibt denen nochmal so einen richtigen Buff. Da haben die nochmal richtig Bock zu kämpfen. Und Fighty McFightface. Ja, jetzt sehen wir hier ein neues Feature. Er hat zwei Waffen in der Hand, eine Axt, ein Schwert. Das ist auf jeden Fall jetzt mit dabei. Zweihändiger Kampf. Du kannst auch zwei Schilde nehmen, wenn du Bock darauf hast. Ja, das geht auch. Und jetzt, ja, was gibt's noch zu sagen außer Fighty McFightface? Gleich kommt das wichtigste neue Feature des Spiels zum Vorschein. Aber ihr kennt den Trailer eh schon alle, oder? Kennt das schon? Und jetzt hier, hoch die Hände Wochenende, aber Killy Mac Killface ist da. Versteckte Klinge reingelatzt und umgeklatscht ins Auge. Und
Warum ins Auge? Es scheint einer der Schwachpunkte zu sein, aber das wurde auch in einem Entwicklerinterview jetzt nochmal preisgegeben. Schwachpunkte scheinen ein Ding zu sein. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass du entweder die Schwachpunkte freispielen musst, das heißt, Gegner so und so oft dorthin schlagen und dann ist der Schwachpunkt freigesetzt. Oder du musst halt auf irgendeine Art und Weise im Kampf die richtigen Punkte anvisieren. Kingdom Come Deliverance hatte so ein System, wo du Kopf, rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein anvisieren konntest und so halt eben einen Schwachpunkt dann ausmachen konntest. War halt meistens der Kopf, außer er hatte ein Visier vor, dann halt eher nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sowas Ähnliches gibt, aber bitte in besser umgesetzt als in Kingdom Come Deliverance. Da hat es sich teilweise sehr klobig und überfordernd angefühlt. Ja, und hier der Schwachpunkt. Einer der Schwachpunkte scheint das Auge gewesen zu sein. Ich meine, die Rüstung von ihm, die hat kaum Legs, die Hände sind frei und das ist eine sehr teure und krasse Rüstung, die der Ringleader da anhatte. Wird wahrscheinlich ein sehr, sehr schwerer Kampf dann auch zwischendurch immer mal wieder sein gegen den. Vor allem die ersten Kämpfe werden sehr fordernd. Freue ich mich aber drauf. Tja, und jetzt live like a king. Warte, live like a king, think like a king. Viking, sorry, ist ja das gleiche wie King, ne, der Viking. Und erobere wie ein König, ja. Like, Hashtag like a Viking, das sollen wir jetzt überall benutzen. Werde ich hoffentlich unter dieses Video knallen. Ende 2020 kommt es raus. Liebe Leute, das war die Nahtfrag-Reaktion zu diesem Trailer. Hier nochmal übrigens das Xbox-Dingsbums am Ende. Es ist kein Xbox-Exclusive. Die haben einfach nur eine Kooperation mit Xbox. Und an der Stelle ist natürlich klar, richtig, es wird, wenn ihr das für die Xbox One holt, auch für die Xbox Series X kompatibel sein. Das heißt, ihr steht da nicht mit leeren Händen da oder müsst euch nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen wie Münchhausen. Der Weg des Berserkers. Das ist die Bonusmission. Übrigens gibt es noch kein offizielles Statement, ob Tiere zähmen wieder ein Ding sein wird, ob das wieder vorkommt. Und es gibt natürlich auch noch kein offizielles Statement, ob wir auch diesen Bären hier eventuell sogar reiten können. Was wir reiten können, sind Wölfe und ob wir auch Frauen oder so reiten können, das klang sehr falsch. Das ist auch noch nicht abschließend geklärt, aber ich gehe davon aus, das gab es in Odyssey, also ich denke mal, auch den Geschlechtsverkehr wird es wieder geben in Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich muss sagen, overall ein sehr, sehr guter Trailer. Nahtfrag sagt, gefällt mir. Wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert natürlich diesen Kanal, um ständig mit Hochformat-Videos beglückt zu werden. Das hier war mal eine Ausnahme, das war eigentlich viel zu qualitativ. Ich werde es absichtlich nicht schneiden, damit die Qualität gesenkt wird. Wir sehen uns später, euer Peter. Und natürlich auch hier die Glocke aktivieren. Ciao, Leute. Dill, 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 das ist das Outro, weißt du, weil ich keins einfüge. Naja.